Jetzt haltet mal die Schnauze und lauscht meiner Geschichte. Einst heiratete ich aus Liebe eine alte Witwe. Die hatte eine Tochter, die bereits erwachsen war. Und mit ihr vermählte sich mein alter Papa. Ich musste etwas stutzen, denn mir wurde klar, dass mein Vater jetzt mein Schwiegersohn geworden war. Und mein Töchterlein nahm meiner Mutter Platz, denn schließlich war sie ja die Frau von meinem Paps. Oh, mein Stammbaum ist ein Kreis. Ein paar Monate später bekamen wir einen Sohn, und bei seiner Geburt war der gleichzeitig schon der Schwager meines Vaters, als Bruder seines Weibs und als Bruder meiner Mutter war er auch mein Onkel gleich. Kurz darauf bekam dann auch meine Stiefmama, die simultan auch noch meine Stieftochter war, einen kerngesunden Sohn, der so mein Bruder wurde und ebenso mein Enkelkind. Das war ja das Absurde, mein Stammbaum ist ein Kreis. Weil Enkelsohn und Bruder meines Weibes Tochters Sohn war, wurde meine Ehefrau sogleich auch meine Oma. Das ist ja ganz natürlich, denn schließlich war sie ja meines Enkelkinds und Bruders Großmama. Ich bin der Bruder des Sohns der Tochter meiner Frau. Und ihr merkt es alle schon, das macht mich genau zu ihrem Enkelkind. Ich bin der Mann von meiner Oma. So wurde Fummelfitz sein eigener Opa. Mein Stammbaum ist ein Kreis. Ja, mein Stammbaum ist ein Kreis. Mein Stammbaum ist ein Kreis. Das klingt komisch, ich weiß. Mein Stammbaum ist ein Kreis.